Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knaufs Daily. Ja, man muss halt eben auch, wenn man am Aktienmarkt investieren will, mit offenen Augen durch die Welt laufen. Ja, da sagt man ja so manch einen, der gesagt hat, das Geld liegt auf der Straße. Ja, ganz so plakativ würde ich nicht sagen, aber wenn man dann doch mal die Augen aufhält, ja, da kann man doch manchmal Dinge sehen und erkennen und dann halt eben auch hinterfragen und recherchieren und stößt dann automatisch auf vielleicht ein börsennotiertes Unternehmen. Das ist zum Beispiel so, wenn Sie an der Bushaltestelle stehen oder wenn Sie halt eben auch in Frankfurt in die U-Bahn einsteigen, da haben Sie diese riesen Plakatflächen, diese Außenwerbungsflächen oder halt eben auch digitale Bildschirme mittlerweile an Bahnhöfen oder Einkaufszentren. Ja, und wer bestückt die? Wer sieht zu, dass dort halt eben die dementsprechenden Plakate, die dementsprechende Werbung sitzt? Ja, das macht das Unternehmen Ströer. Ja, und Ströer ist mittlerweile jetzt seit 25 Jahren in der Außenwerbung unterwegs. Auch ich hatte mal das Vergnügen, vor ein paar Jahren dementsprechend unten in den U-Bahnen von Frankfurt zu hängen. Riesengroß, 3x3 Meter. Ja, und wenn man dann mal gesehen hat, was so eine Werbefläche kostet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass halt eben mit Außenwerbung jede Menge Geld zu verdienen ist. Ja, nicht nur halt eben im Bereich der normalen Beklebung, sondern heute natürlich im Bereich von digitalen Bildschirmen. Wie gesagt, die Sie immer häufiger finden. Wie gesagt, an öffentlichen Plätzen, Einkaufszentren, respektive an Bus- oder Bahnhöfen. Ja, und man muss sagen, Ströer hat dann doch einen guten, einen hervorragenden Jahresauftakt hinlegen können. Ja, man hört aus dem Hause selber, der Start ins Geschäftsjahr 2016 sei der beste gewesen, den man seit dem Börsengang hat. Das heißt also dementsprechend, da sieht es doch gut aus. Und der Firmenchef Udo Müller scheint dann doch relativ zufrieden zu sein und hebt auch vor diesem Hintergrund natürlich ganz klar seine Prognose an. Das heißt also, alles, was da auf Plakatwänden, auf Außenbeschriftungen zu sehen ist, das macht der Werbespezialist Ströer. Und Ströer ist gut aufgestellt, muss man sagen, an der Börse. Wenn man sich da mal die Performance anschaut, und Sie wissen ja, ich bin jemand, der lieber eine Langfrist-Performance hat, ja, dann sieht man, dass die Aktie auf 3 Jahre 300% gemacht hat, auf 5 Jahre 180%. Aktuell liegt sie bei 43 Euro in etwa und im Hoch lag man hier bei 64 Euro. Also da ist durchaus auch noch Potenzial erkennbar. Na, und wir wissen doch, dass viele, viele Unternehmen gerade hingehen für die Außenwerbung, für halt eben die Werbung in U-Bahnen, in S-Bahnen, bei Busbahnhöfen, dort halt eben ihr Geld auszugeben, um halt eben ganz plakativ ihre Werbung nach vorne zu bringen. Das heißt also, wenn Sie jetzt demnächst im Bushäuschen sitzen, wenn Sie in der U-Bahn sind, in der S-Bahn sind, im Bahnhof sind, wenn Sie die Werbung sehen, dann schauen Sie mal unten drunter, da steht dann nämlich meistens auch noch das kleine Firmenlogo Ströer dazu, das steht dabei und dann wissen Sie, aha, Ströer ist ja börsennotiert und wäre ich in diese Aktie eingestiegen, dann hätte ich auf 3 und auf 5 Jahre richtig, richtig Geld verdienen können. Ja, Börse kann manchmal so einfach sein, so plakativ sein, dass wenn man halt eben einfach mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann ein bisschen recherchiert und ein bisschen nachfragt, wo denn da das Geld verdient wird, wer denn, wie gesagt, hier der Geldverdiener ist, dann wissen Sie also in Zukunft alles, was mit Plakaten in den Städten zu tun hat. Und da ist man wirklich deutschlandweit massiv unterwegs, dass man da halt eben das Unternehmen Ströer in den näheren Fokus mal hineinrückt. Also sollten Sie vielleicht mal ein bisschen sich das Unternehmen anschauen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und sagen, okay, Außenwerbung, Plakate, Busse, Bahnhöfe, wie gesagt, das alles wird von der Firma Ströer bestückt und die, wie gesagt, hat einen hervorragenden Aktienkurs in den letzten Jahren hingelegt. Ja, das war mal wieder mein kurzer Daily für Sie als kleinen Hinweis, mal wieder ein kleines, feines, schickes Unternehmen, was, wie gesagt, vielleicht dann doch in Ihr Portfolio hineinpasst. Schauen Sie sich das Unternehmen mal an, schauen Sie sich den Werbespezialisten Ströer mal an und bleiben Sie mir und der Börse gewogen.